Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte heute noch ein kurzes Video für euch machen, weil ja, ich bin schon auch ziemlich mitgenommen von dem, was man jetzt so mitkriegt, wie sich die Menschen fühlen. Es kommt so viel raus, dank Guten Morgen, dank Corona, zeigt sich irgendwie alles, dank dieser Situation. Zeigen sich so viele Sachen, die uns bis jetzt verborgen geblieben sind. Und diese schlechten Sachen in Anführungsstrichen, die haben uns komplett im Griff. Und das macht mir so, so weh, wie viele Leute tatsächlich leiden oder Schmerzen haben oder Angst haben oder sich manipulieren und kontrollieren lassen und dabei nicht mal merken, dass mit dieser Aufmerksamkeit auf das Außen, auf die äußerliche Situation, ihr ganzes Inneres auch in Leiden, in Trauer, in Angst versetzt wird. Und da möchte ich zu euch sprechen, wenn ihr nicht euch damit beschäftigt, was das Gute denn ist, wo das Gute ist, wo wirklich die guten Dinge im Leben sind, dann werden wir es nicht schaffen, das aus dieser Corona-Krise herauszunehmen, wofür sie eigentlich in Anführungsstrichen da ist. Sie ist dazu da, dass wir aufhören, im Außen zu leben. Wir müssen endlich kapieren, dass wir uns nicht im Außen reflektieren dürfen, wenn wir etwas anderes wollen als das, was wir im Außen sehen. Das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz, das einfach genauso stark wirkt wie das Gesetz der Schwerkraft, das müssen wir für uns nutzen. Aber die wenigsten Menschen bringen die Disziplin auf, nach diesem Gesetz zu leben, weil sie meinen, sie sind immer noch von Äußerlichkeiten beeinflusst. Weil sie meinen, sie müssen immer noch auf die Dinge, die sie sehen und die sie nicht wollen, mit Gegenwehr reagieren. Und diese zwei Sachen funktionieren nicht. Du kannst nicht durch deine Aufmerksamkeit, guten Morgen ihr Lieben, durch deine Kraft etwas kreieren, was du gerade siehst. Deine Aufmerksamkeit ist genau das, was dich in diesen Zustand bringt, dass deine Energie Materie kreiert. Und hier in dieser Gruppe sind hauptsächlich Menschen, die schon mit Dr. Joe Dispenza zu tun gehabt haben, die seine Arbeit kennen. Dr. Joe Dispenza ist einer der ganz, ganz vielen Menschen, die sagen, wie es funktioniert. Wie funktioniert unser Leben? Quantenphysik, wie funktioniert es? Ja, wir wissen es alle. Wir wissen alle, dass unsere Aufmerksamkeit, das, was wir sehen, wo wir unsere Energie hingeben, wo unser Fokus ist, wo unsere Emotion ist, dass dort entsteht, dass dort kreiert wird, dass dort entsteht, das dort materialisiert. Aber Leute, wer ist wirklich da und kontrolliert jeden Moment seine Aufmerksamkeit? Wer kontrolliert jeden Moment, womit er sich gerade beschäftigt, womit er gerade emotional zu tun hat? Wer macht es? Die wenigsten. Und warum? Weil es Disziplin braucht. Weil man sich nicht einfach irgendwo anhängen kann, an den Mainstream und mitlaufen kann, weil man sonst mit dem Mainstream dorthin läuft, wo sich's nicht gut anfühlt. Und wir Menschen glauben tatsächlich immer noch, wo alle sitzen in der gleichen Scheiße, im gleichen beschissenen Topf, da muss man hin. Und nachher motzen alle und sagen, die sind schuld und die haben das nicht gemacht und der sollte doch mal anders. Ja, lass doch die anderen machen, wie sie machen, und renn nicht mit. Warum ist es denn so schwer, die Dinge anders zu tun? Warum ist es denn so schwer,
die Dinge besser zu machen als die meisten. Das ist das ganze Problem. Wir gucken immer, wie machen es die anderen. Und ein kleiner Spruch aus meiner Kindheit, wenn der XY vom Hochhaus springt, dann springst du auch. Ja? Und so leben wir gerade im Moment. Wir haben unsere Augen genau da in der Misere die ganze Zeit. Wir prangern und wir gucken, wir leiden und wir fühlen uns ausgeliefert, wir fühlen uns ängstlich, wir fühlen uns absolut kontrolliert und manipuliert. Aber wenn du dich so fühlst, dann bist du es. Und wenn du es bist, dann trägst du dazu bei, dass unser kollektives Bewusstsein sich vermehrt und wir ein Haufen von Menschen sind, die ausgeliefert sind, die kontrolliert und manipuliert sind. So, willst du das? Es ist ganz klar, dass das, was du siehst, dass das, was du fühlst, zu deinen Handlungen führt. Also musst du doch dort anfangen, deinen Fokus darauf zu halten, dass du die Dinge siehst, die du sehen möchtest. Und das ist schwer. Und warum ist es so schwer? Weil es Energie gibt, weil es Anziehung gibt eben, weil es Magnetismus gibt. Ja, und da dieser Fokus, den du hast, der zieht dich an, der zieht dich in deine Welt. Also musst du diese Schritte tun. Nimm dich raus. Hör auf, dort zu gucken. Schau nicht, was die anderen machen. Hör nicht, was andere tun. Geh in dich. Finde deine eigene Wahrheit. Finde heraus, wer du wirklich bist. Darum heißt diese Gruppe so. Finde heraus, wer du wirklich bist. Ja, genau, Neville, es gibt so viele Leute, die das Gleiche sagen, aber es geht einzig und allein darum. Du bist der Chef. Du entscheidest, wie du die Dinge siehst. Du entscheidest, was du siehst. Du entscheidest, wie die Sachen sind. Das ist so, so wichtig. Warum kann es keiner einfach annehmen und sagen, verflix, auch wenn du anders die Sachen siehst, muss ich sie nicht für mich so annehmen. Und ich postuliere meine Realität, das ist genau, was Neville Goddard sagt, ich postuliere meine Realität so lange, bis sie so ist, wie ich sie haben will. Und es funktioniert jedes einzelne Mal. Weil wenn du unbewusst postulierst, alles ist scheiße, Hilfe, alles ist krank, mein Körper ist kaputt, unbewusst machst du das, dann hast du diese Realität auch. Und es ist so, so kraftvoll. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwer es ist, jeden Morgen aufzustehen, den ersten Schritt in die Toilette zu machen und zu merken, mir tut alles weh. Ich kann mich nicht bewegen. Und trotzdem zu postulieren und zu sagen, dieser Körper ist gesund. Dieser Körper ist perfekt geboren und alles das, was mich von meiner Perfektion trennt, muss jetzt gehen. Ja, und wenn es gehen muss, dann muss es gehen. Aber wenn ich es mir wiederhole und sage, ja, aber daher sagt doch der Arzt und das und die und jene Meinung ist doch so und so. Und das ist genau das, was niemand machen darf, wenn er etwas anderes haben will als das, was er jetzt haben darf. Beweise zu suchen, dass es jetzt ja gerade so schlecht ist, dass es nicht anders sein kann, weil ja sämtliche Ärzte, sämtliche sonst irgendwas, die ja so viel mehr Ahnung haben wie mein inneres Wissen. Und dein inneres Wissen, das musst du erstmal anzapfen. Dein inneres Wissen, was weiß denn das? Dein inneres Wissen guckt nicht nach außen, dein inneres Wissen guckt nach innen, guckt in deine spirituelle höchste Anbindung zu der liebenden, perfekten Energie, die dich hierher gebracht hat. Und das weiß genau, was wahr ist. Aber wenn du mit deinen Glubschi-Augen immer nach draußen guckst, was Leute dir erzählen, die eben diese spirituelle Anbindung nicht erkennen und nicht aus ihr heraus sprechen, dann hast du ein Problem. Aber in dem Moment, wo du nach innen gehst und hörst auf dein Herz, das dir sagt, nur das, was sich gut anfühlt, ist wahr.
Du bist perfekt. Du bist geliebt. Hier ist eine Energie, mit der du dich verbinden kannst, die dir die Wahrheit zeigt, die dir die wahren Emotionen zeigt. Das ist so einfach, weil du musst es einfach nur sagen. Mach's mal mit mir jetzt, der, wo du da bist. Mach deine Augen zu und postuliere einfach die Wahrheit und sag, ich möchte meine Wahrheit spüren. Ich möchte spüren, wie sich die Wahrheit anfühlt, wie sich die höchste göttliche liebende Intelligenz in mir anfühlt. Und spür das einfach nur und merke, wie jetzt schon nur allein durch diese kleine Praxis ein Gefühl der Wärme, der Leichtigkeit, der Weichheit, der Liebe in dir aufgeht. Und jetzt nimm einfach nur deine Kraft her und behaupte zu wissen, wer du bist und sag, wie fühlt sich an, wer ich wirklich bin, wie fühlt es sich an? Und warte einfach nur, warte. Und spüre, wie groß dieses Gefühl ist. Das ist die Wahrheit. Und so einfach ist es. So einfach ist es, die Wahrheit, die Göttlichkeit runterzuladen. Und jetzt sagst du, ich möchte, dass alle Angst geht. Alle Angst geht jetzt. Alle Unsicherheit geht jetzt. Du merkst, wie sich nur dein Körper mit diesen Worten entspannt und eine Energie zulässt, die die Wahrheit ist, die dich ausfüllt, die unser ganzes Sein ausfüllt, wenn wir es lassen. Ich möchte meine Schönheit spüren. Ich spüre jetzt meine Perfektion. Alles ist Liebe und du kannst alles postulieren. Ich entspanne mich. Alles ist Entspannung, alles ist sicher. Die Sicherheit ist jetzt und hier. Ich bin komplett, ich bin perfekt. Perfektion füllt mich auf und du spürst es in deinem Körper. Und das ist deine Macht, das ist deine Kraft, dich zu verbinden. Und wenn du nur im Außen schaust und diese Angst spürst, dann spürst du sie genau so. Und niemand ist nicht in der Lage, sich das zu holen, aber macht's halt regelmäßig, steht doch auf und macht es, verbindet euch erst mit eurer Wahrheit, mit eurem wahren Sein, kontrolliert doch, was ihr tut jeden Moment, kontrolliert doch, wo eure Aufmerksamkeit ist jeden Moment, macht's doch nicht nur, wenn ihr euch Zeit nehmt für die Meditation oder wenn es an der Zeit ist. Guten Morgen, Sabine. Macht's doch. Und das ist genau das, dieses wahre Sein, diese Göttlichkeit, die kreiert in uns im Hintergrund. Wir sehen es noch nicht und wir werden es sehen, wenn wir es kontinuierlich machen. Und warum ist es so schwer, das kontinuierlich zu machen? Warum ist es so einfach, sich kontinuierlich ablenken zu lassen? Warum ist es so einfach, nicht dran zu glauben, dass das Gute ja schon da ist und sich immer nur zu fragen, wo bin denn ich im Vergleich zum Guten? Und einfach zu sagen, oh ja, hallo, ich bin jetzt da mit der Schönheit, mit der Gesundheit, mit dem Guten. Ich bin für dich präsent, du Perfektes, was du auch hier gibst. Es gibt nicht nur Scheiße. Du entscheidest, was es gibt in deinem Leben. Und es ist so eine einfache Praxis. Es ist so ein einfaches Vorgehen. Wir haben es jetzt schon so oft gezeigt, weil ich bin auch verzweifelt gewesen, weil ich mir 100 Tage lang den Wolf, über, keine Ahnung wie viele 100 Tage, mehrere 100 Tage, den Wolf meditiert habe, stundenlang. Und es hat nichts genützt, weil ich mir nicht die Erlaubnis gegeben habe, das zu sein, dieses perfekte, wunderbare Wesen, weil ich mir nicht die Erlaubnis gegeben habe, geführt zu werden von höchsten Energien, weil ich immer geguckt habe, was ist da draußen, was ist da draußen, bis ich mich davon losgelöst habe und gesagt habe, ich bin es, die alles macht. Ich bin es, die alles sieht, was zu sehen ist. Ich bin es, die alles fühlt, was es zu fühlen gibt. Ich bin es, die alles denkt, was es zu denken gibt. Nur ich alleine. Ich entscheide, wie ich die Welt sehen will. Ich entscheide, was ich reproduzieren will. Ich entscheide, womit ich mich einlasse. Ich entscheide, was ich glauben will. Ja, und du, ich,
Wir haben die Power. Und warum ist es so schwer, das anzuerkennen? Es ist unglaublich, wenn man sieht, was wir eigentlich für eine Power haben und sieht, was die meisten Menschen daraus machen und überall die Made im Speck und das Böse und das Schlechte und den Angriff und die Abhängigkeit sehen. Wisst ihr was? Abhängigkeit ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann, dass du dich abhängig fühlst, dann fühlst du dich ausgeliefert, dann fühlst du dich machtlos und dann bist du kontrollierbar und manipulierbar. Und weißt du was, wenn du dich nicht darum kümmerst, dass es dir gut geht, keiner auf dieser Welt macht es sonst. Kannst du lange warten, bis da endlich mal was ist, der für dich sorgt, der für die Menschen sorgt, der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Jeder Einzelne muss es selber machen. Und zwar mit einem Fokus auf das Gute und auf das Schöne. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass wir alle göttliche Wesen sind. Und was sind denn göttliche Qualitäten? Göttliche Qualitäten sind eine absolute höchste Schwingung. Höchste Schwingung. Und wie kommt eine höchste Schwingung zustande? Mit hochschwingenden Gedanken, hochschwingenden Emotionen, hochschwingenden Gefühlen, hochschwingenden Wünschen, hochschwingenden Zielen. Hochschwingend. Ja? Aber du kannst nicht hochschwingend sein, wenn du Drama beobachtest, wenn du dich aufregst über Drama, wenn du dich reinziehen lässt in Drama, wenn du dir deine Kraft nehmen lässt von Drama. Und diese Arbeit ist diese wichtigste Arbeit, die du tun kannst. Und du kriegst die Quittung von deiner guten Arbeit jeden Moment. Jeden Moment spürst du, fühlt sich's gut an oder fühlt sich schlecht an. Jeden Moment. Und diese Praxis zu erkennen, wer ich wirklich bin, was ich für eine Macht habe, was ich für eine Autorität habe, das Gute zu sprechen. Du kannst natürlich auch das Schlechte sprechen. Logisch, machst du ja unbewusst auch so wahnsinnig oft, ja? Du nützt deine, ich sag's jetzt ganz böse, aber wir nützen unsere Autorität mehr als zum Schlechten als zum Guten. Ja? Kontrollier dich mal. Sprichst du Gutes in die Welt? Oder sprichst du Angst? Oder sprichst du Verzweiflung? Oder sprichst du Ausgeliefertsein? Oder sprichst du Krankheit? Ja, was sprichst du? Wer bist du? Was sprichst du in diese Welt? Was sprichst du über diese Welt? Schau dir mal, stell dir einfach nur mal vor, diese Welt ist ein Mensch. Ja, und du sagst, du bist schlecht, alle sind krank, du bist krank, du willst nur das Schlechteste. Glaubst du, dass das etwas ist, was eine tolle, liebende Beziehung produzieren kann? Nein. Alles ist eine Beziehung und jede Beziehung, die du hast, kommt aus dir heraus. Und je mehr und mehr du daran arbeitest, diese Beziehung zu reinigen, aufs höchste energetische Niveau zu bringen, desto mehr heilst du dich und heilst andere mit. Du brauchst nicht mit jemandem zu sprechen, dass du ihn heilen kannst, dass du ihm heil, also ganz machen kannst, perfekt machen kannst, in göttlicher Perfektion sehen. Das heißt ja heil, whole, holy auf Englisch. Und du brauchst nicht mal mit ihm reden, es reicht, wenn du an ihn denkst. Wenn du an ihn denkst in seiner Perfektion, in seiner Schönheit, in seiner Gesundheit, das ist Power pur. Und das zu lernen und das zu üben und zu sehen, es ist so leicht, ja? Es ist viel zu leicht. Wir wollen es ja immer kompliziert haben, deswegen machen wir immer irgendwelche Rituale und Bedingungskonstrukte um irgendetwas rum. Aber es ist leicht. Es ist so leicht, indem du einfach sagen kannst, ich will es haben, ich will es spüren. Wie fühlt sich's an? Wie fühlt sich's für dich an? Und das ist genau diese einfache Sache, die wir machen ab morgen in unserer Ausbildung. Es ist so, so einfach. Und unser Verstand will nicht so einfache Sachen haben. Deshalb kann man nicht einfach sagen, es ist so. Es ist perfekt.
doch, das kannst du. Und je öfter du sagst, desto stärker spürst du es, desto mehr dominierst du mit deiner Energie. Und einer, der mit seiner Energie dominiert, ist so viel kraftvoller als irgendwelche Milliarden von Leuten, die mit Angst geladen sind. Es braucht Menschen, die die Energie dominieren, damit die anderen zu diesen stark hochschwingenden energetischen Bündel, mehr sind wir ja nicht als Menschen, hinkalibrieren können. Das ist, es braucht es doch, sonst kalibrieren alle zu Angst und Drama und Verzweiflung. Willst du nicht auch jemand sein, der dasteht wie ein Stern und leuchtet und einfach sagt, nee Leute, wir leben Gesetz der Anziehung, wir wollen Schönheit, wir wollen Fülle, wir wollen Unabhängigkeit, wir wollen Freiheit. Ich bin hier in dieser Energie und postuliere diese Energie. Kalibriert doch zu mir, lasst euch doch zu mir hinziehen. Hier, so fühlt sich's gut an, es kann sich für dich auch gut anfühlen. Wie wär's, wenn noch mehr Menschen einfach dieses Sinnbild verkörpern und zeigen, hallo, hier gibt's Sterne, sei doch du auch ein Stern. Zeigt euch, kommt raus, sprecht über die Wahrheit, die ihr alle in euch habt. Beruhigt die Menschen, gebt ihnen Kraft, gebt ihnen Power durch eure Art und Weise, durch eure Worte, die Kraft, Schönheit und Liebe transportieren. Wahrheit ist es. Und ich bin wirklich jetzt überzeugt, dass es so einfach ist. Und ich habe mich selber so, so schwer getan, aber ich wollte es immer einfach haben. Und ich habe Wege gesucht, einfach, die mir bewiesen haben, ja, es geht so einfach. Und es, alle, die erfolgreich sind, die haben es leicht, weil es leicht sein muss, weil es leicht gehen muss. Und erfolgreich meine ich nicht Kohle, sondern ich meine ein schönes Leben in Gesundheit, Wohlbefinden und Fülle und Freude. Darum geht's doch. Geld ist doch nur ein Nebenprodukt von dieser ganzen Geschichte. Wir wollen doch nur gesund, fröhlich, glücklich, freudig sein. Ich meine, was willst du sonst? Und wenn du glaubst, dass es wegen dem Geld ist, dann muss ich dir leider sagen, nein, das Geld ist wegen dir. Das Geld kalibriert zu dir. Wenn du diese Energie hast, dann hast du auch das Geld. Also, mach dich nicht abhängig von Geld, sondern mach dich abhängig von Energie. Und Energie kannst du in dir generieren. Schnipp, 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 generierst du Energie. So einfach ist es. Und ja, wie gesagt, wir machen morgen nochmal einen 6-Tages-Turnus, jeden Morgen 2 Stunden, weil wir ja noch Zeit haben. Genau die letzte Woche, wo wir morgens, also die meisten, natürlich können es nicht alle, die meisten von 10 bis 12 Zeit haben, sich eben mit Energie zu verbinden, mit Energie für sich, mit Energie für andere, mit Energie für die Welt, weil sie ist da. Nur wo bist du? Ja? Oh, ich bin gerade im Drama, Entschuldigung, ich komme gleich, ich muss erst mein Drama hier fertig machen. Warum? Komm doch gleich. Wir sind so gepolt. Wir können nicht einfach aus dem Drama aussteigen, weil wir uns nicht die Erlaubnis dazu geben. Aber wenn du dir die Erlaubnis gibst, okay, ich steige jetzt aus dem Drama aus, jetzt mache ich ein neues Leben, jetzt kalibriere ich zu der höchsten Energie, schaffe und schöpfe aus der höchsten Energie, ziehe mir das, was für mir von Geburt an eigentlich mitgegeben worden ist, lass mich nicht mehr ablenken. Zack, wirst du sehen, im Außen gibt es Veränderung, 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 Veränderung. Aber du musst es machen und nicht nur heute und nicht nur morgen und nicht nur kurz mal, sondern immer, immer. Du musst ein neuer Mensch werden, du musst jemand werden, der immer in die höchste Energie angeschlossen ist, der immer zur höchsten Energie kalibriert, der immer, wenn er die Wahl hat, Angst oder Liebe, Angst oder Vertrauen, Angst oder ausgeliefert sein, da musst du der sein, der immer wieder die Wahl trifft und sagt, nö, Liebe, nö, Sicherheit, nö, Gesundheit. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Wenn du dich mit einem streitest, der die ganze Zeit Lügengesabber erzählt, dann sagst du auch, hey, hör mal auf, so eine Scheiße zu labern, so ist es nicht. Es ist schön, es ist gesund, es ist komplett, es ist erfüllt. Warum kannst du das nicht immer machen? So einfach wär's.
Also, ich rede morgen nochmal. Wir werden morgen starten mit unserer Ausbildung. Wenn du dabei sein willst, kannst du mir noch schreiben heute den ganzen Tag. Wenn du dich immer noch nicht draußen denkst, das wollen wir hier mit göttlicher Energie, bla bla bla. Es geht um göttliche Qualitäten. Überleg dir mal für selber, was sind denn göttliche Qualitäten? Und wenn du so perfekt und im Abbild Gottes geboren bist, wie wir alle, was würde das dann heißen? Was sind dann deine göttlichen Qualitäten, die du überhaupt nicht ausübst, weil sie dir noch niemand gesagt hat? Weil dir noch niemand gesagt hat, oh ja, schau mal, göttliche Qualität, Liebe, Perfektion, das alles wohnt in dir? Nö, ich war doch immer der Versager. Ja, die Welt hat dir gezeigt, du warst immer der Versager, weil wir halt so konditioniert worden sind. Aber die Wahrheit ist es deswegen trotzdem noch lange nicht, sondern jeder ist perfekt, jeder ist schön, jeder ist liebend, jeder hat das Beste verdient. Aber was nützt es dir, wenn du das nicht für dich annimmst? Und darum geht es ganz genau. Und das ist so einfach. In dieser Ausbildung wirst du das lernen, wie einfach das ist, wie einfach du dich durch Energie transformierst selber, nur weil du dich an den richtigen Tropf anhängst. Nur weil du dich mit der göttlichen Energie verbindest und nicht mit der Angst- und Panikenergie, dann verbindet sich jedes einzelne materielle Teil in deinem Körper mit dieser göttlichen Energie und transformiert dahin, wo es eigentlich auch hingehört und wo es eigentlich von Natur und Wahrheit sein müsste, wenn es nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Panikattacken aus der äußeren Vorstellung, es kann nicht heilen, das ist chronisch, das ist familiär, das ist genetisch zum Beispiel. All diese Informationen, die sind powerful. Dein Körper sagt, ja, ich bin chronisch krank. Genetisch ist in meiner, ist in meinem Gen, kann nichts machen. Aber dein göttliches Wesen, das glaubt das halt nicht, ja? Was schreibst du da? Müssen wir nochmal kurz gucken. Wenn Gott in mir ist, wer und was kann dann gegen mich sein? Gott ruht in meiner Mitte, ich kann alles sein, was ich will. So schaut's aus. Aber das mal überhaupt anzunehmen und zu sagen, ja, es macht eigentlich alles überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwie schlecht oder krank geboren bin oder warum soll denn ich nicht göttlich sein, wenn andere göttlich sind? Was unterscheidet mich? Warum geht's gut und schlecht? Nur da im Kopf. Alles Bedingungen. Aber nur Affirmationen sagen reicht nicht. Ja, aber es geht genau um dieses Weltbild. Es geht darum, dass du annimmst, wer du wirklich bist. Ich kann mich auch fühlen wie ein Penner und kann sagen, ja, ich bin aber reich und fühle mich trotzdem wie ein Penner. Es geht um deinen Seinszustand. Und wenn du aus diesem Seinszustand heraus nicht nur Affirmationen machst, sondern Postulationen, weil du weißt, du bist es. Ich meine, wenn ich dich zum König küre und ich sage dir, du hast, hier ist dein Königreich und du bestimmst und du sagst, du, so ist es, so ist es, so ist es, dann bist du in deiner Rolle als König und dann hast du Power. Aber wenn dann neben dir dein Knecht steht, der sich nicht zum König als König fühlt, weil er nicht der König ist, ja, dann kann er sagen, was er will, keiner richtet sich danach. Aber in dem Moment, wo du weißt, dass du der Schöpfer bist und dass du in diese Autorität einsteigst und aus dieser heraus Affirmationen und Postulationen machst, dann hast du die Power. Und das ist dieser kleine, aber feine Unterschied. Solange du dich als ausgelieferter Wicht fühlst, der hier irgendwo manipuliert und kontrolliert wird von irgendeinem System, kannst du dich natürlich nicht als König deiner Welt fühlen. Aber wenn du weißt, wer du wirklich bist und weißt, dass du aus dir heraus das Außen dominieren kannst, nur auf energetischer Ebene, dann bist du der König. Und dann bist du nicht nur einer, der affirmiert, sondern dann bist du einer, der Energie transportiert. Und diese Energie, die materialisiert sich dann am Ende. Und dann wirst du sehen, dass du das geschaffen hast. Und darum geht's. Es geht wirklich darum, weißt du, wer du bist? Weißt du, was du für Qualitäten hast? Weißt du, was du wirklich für eine Autorität hast, wenn du in dein wahres Sein eintrittst? Und darum geht's. Und darum geht's
in unserer Ausbildung, dass du in diese Kraft, in das wirklich eintrittst und sagst, ja, das bin ich und ich bin gut und ich bin hier, um Gutes, um Göttliches zu bringen, um Göttliches zu sehen, um göttliche Energie auszustrahlen. Hierzu bin ich da. Auch wenn mir meine ganze Geschichte erzählt hat, dass ich irgendwie nicht gut genug bin da und da Fehler habe und so weiter und so fort. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Diesen Seinszustand für dich als okay abzustempeln. Ich darf die Göttlichkeit vertreten, weil dazu bin ich hier auf dieser Welt. Und Göttlichkeit, das ist so schlecht gemacht worden, dieses Wort. Nenn es das höchste Licht, nenn es die höchste Quelle, nenn es das allerbeste, intelligente Liebe, nenn diese Energie, wie du willst, nenn sie Quantenfeld. Aber anerkenne, dass du der Chef bist vom Quantenfeld, dass du erst das Quantenfeld herstellst, dass du das Quantenfeld mit deiner Energie füllst und dass dann mit dieser Energie Dinge, aus dieser Energie Dinge entstehen. Das ist diesen Shift, den wir machen müssen, immer wieder, bis wir sagen, ja cool, ich schaue jetzt hier raus ins Quantenfeld, ich bin der Chef, ich entscheide, was ich da sehe, ich entscheide es. Das ist so cool und es ist so einfach und es ist so kraftvoll und es ist so befreiend und es macht deinen Körper gesund. Wenn es meinen Körper gesund gemacht hat, dann macht es deinen Körper auch gesund. Und jedem seinen Körper macht es gesund. Es macht deine Seele gesund. Es macht dein Herz gesund. Es heilt deine Schmerzen, deine emotionalen Schmerzen. Es heilt die Verletzungen, die du mit dir trägst. All das, das wird sofort geheilt, wenn du kapierst, dass niemand dich verletzen kann, dass niemand dich krank machen kann, dass niemand von außen irgendetwas an deiner göttlichen Perfektion schrauben kann, wenn du es nicht erlaubst. So ist es. Also, wenn du noch Infos brauchst für die Ausbildung und du sagst, wow, das stimmt ja irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, dann zeigen wir dir die nächsten 6 Tage, wie du es anfangen sollst und wie einfach es ist. Und es braucht einfach nur Kontinuität, also dranbleiben. Und ich werde morgen hier nochmal mit unserem, wir starten um 10, ich werde mit dem Intro hier live gehen, wo es nochmal wirklich um diese Basic geht, die Basis ist, dass du Schöpfer bist, dass du dich und andere heilen kannst. Nur durch Energie, weil Wort ist Energie, Intention ist Energie, Vorstellung ist Energie. Die Energie ist es und wir müssen unsere Intention, unseren Fokus, unsere Vorstellung, alles, was Energie aus uns rauskommt, dahin kalibrieren, dahin ausrichten auf das Gute, auf das Schöne, auf die Perfektion, auf die Liebe, auf das und das unabhängig von dem, was uns der Fernseher der Welt gerade so zeigt. Wir haben die Power, aber nicht durch Aufstand, nicht durch Ablehnung, nicht durch Hass, nicht durch Wut, sondern durch klaren Fokus aus liebender Schöpferenergie heraus. Und das ist so kraftvoll, wirklich. Und wir müssen es nur einsetzen, anwenden und nicht immer wieder fragen, ja, kann ich denn das, darf ich denn das? Das Gute, das Beste, das Liebendste darf jeder und jeder sollte es voll Gas ausnützen. Nützt eure Kraft. Ich meine, ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr sagt, okay, ich bin der Bote der Schönheit, der Liebe, der Göttlichkeit. Ich bin's einfach. Frag dich selber. Klar will ich das sein, aber warum glaube ich nicht, dass ich's bin? Und das ist genau diese Antwort, die du brauchst, damit du sein kannst. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag und wenn ihr dabei sein wollt, Ausbildung sofort, ansonsten könnt ihr noch das Intro mithören, morgen gehe ich live, wenn ich nochmal den Einstieg mache und die Grundlagen dieser Ausbildung, dieser Arbeit kurz vermittle, werde ich morgen, ich sage es euch mal ungefähr hier um 10.15 Uhr
kurz eine halbe Stunde live gehen, damit ihr mithören könnt, was eigentlich, wie das funktioniert in unserer Ausbildung. Dann könnt ihr immer noch einsteigen, wenn ihr wollt. Es wird nie mehr so wenig in Anführungsstrichen kosten, weil Energie und Energie steht im Ausgleich. Das ist das Allerwichtigste. Energieausgleich. Danke, liebe Iris. Ui, jetzt muss ich mich beeilen. Hilfe, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, habe mich schon verloren. Tschüssi, bis morgen.